Hey YouTube Cracks, willkommen zurück zu Dying Light. Can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Okay, wir müssen zu Rice, um mit denen zu verhandeln, was bei denen das Antizid, also das Heilmittel, Gegenmittel kosten würde. Vielleicht auch gleich was zu kaufen. Und wir müssen hier jetzt, wie ihr seht, in der Nacht raus. Und es sind überall ja diese komischen Viecher, die sich Albtraum nennen, unterwegs. Das seht ihr hier an den Sichtkegeln. Und wir sollten echt aufpassen, dass die uns nicht sehen, weil sonst geht es richtig ab. Die sind echt schnell unterwegs. Da hätte ich auch keine Chance. Dann kommen dann immer gleich ein paar Stück. Außer müssen wir hier ein bisschen auf Stealth-Action, hier ein bisschen auf Splinter-Cell-Action machen. Ist natürlich voll schwer jetzt zu klettern, weil ich möchte eigentlich nicht das Licht anmachen. Wow, und ich habe ja meine erste Waffe ein bisschen modifiziert, wie ihr seht. Mit ein bisschen Strom noch mit dazu. Ich weiß gar nicht, ob die mich dann hier oben sehen können. Hier unten müsste einer rumlaufen. Ja, da hinten läuft er rum. Ich will den natürlich nicht anleuchten. Ich weiß gar nicht, ob die mich hier oben sehen könnten. Oh Mann, da läuft hier irgendwo unten rum. Oh nein, ich bin runtergefallen. Und ich sehe absolut gar nichts. Okay, ich glaube, ich gehe mal ganz schnell hier außen rum. Okay, jetzt schnell. Okay, alles gut bis jetzt. Ich sehe halt absolut gar nichts. Ich muss das Licht anmachen. Oh, shit. Oh, oh. Okay. Wir müssen ja wohl hier durch. Ich versuche mich natürlich schön außenrum zu hangeln. Bloß kein Aufeinandertreffen mit diesen Nightmares-Albtraum-Viechern. Okay, da ist ein bisschen Licht. Da kann ich... Na, ich sehe absolut gar nichts. Okay, hier ist eine Lichterfalle, falls ich sie bräuchte. Oh, wow. Lichtkegel, nicht bewegen. Verdammt. Schnell weg hier. Der hat mich ein bisschen erschnüffelt oder sowas. Wow, nein, verdammt. Das war jetzt richtig mies. Schnell weg hier. Wow, zum Glück ist hier ein Safehouse. Oh Gott, ich kann hier nicht rein. Okay, schnell hier hoch. Wow, hab ich ein Scheißglück gehabt. Guckt sie euch an, die Freaks. Wie die aussehen. Die erinnern so ein bisschen an die Viecher von Blade 3 war es, glaube ich. Wo da die Fresse sich so aufreißen tut. Okay, bleibt ganz locker, Jungs. Bleibt alle ganz ruhig. Ich will euch nichts tun. Ich kann euch wahrscheinlich auch gar nichts tun, selbst wenn ich es wollte. Meine Fresse, ist ja gut. Okay, die kann man aber hier... Ach, die kann man... Das ist ja mal cool. Dann sieht man, wo die rumlaufen. Zumindest eine Weile. Das ist ja natürlich gar nicht so schlecht. Gut, schon wieder was Neues gelernt. Deshalb ist hier wahrscheinlich auch überall dieses Neon-Blaulicht, Schwarzlicht, wie man immer das nennen mag. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder hier raus. So. Okay, aber ihr habt gesehen, das geht ganz schön ab. Wenn sie einen entdecken, dann ist man echt am Arsch. Man sollte nur schleunigst das Weite suchen. Au. Ach, da läuft auch... Oh no. Ja, alles gut. Wir umgehen sie.
dürften uns ja hoffentlich nicht sehen. Ist ja schön, dass ich hier so eine leuchtende Uhr anhab. Schön mit Digitalanzeige. Oh oh, da kommt was. Vorsicht, Lichtkegel. Scheiße, da ist ein Zombie vor uns und hinter uns kommt dieses Viech. Okay, schön ausmanövriert. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich das Schwarzlicht anmache, ob die das dann überhaupt sehen würden. So, hier ist auf jeden Fall auch irgendwo so ein Viech. Ich hoffe, ihr seht was. Also ich sehe so gut wie gar nichts. Also nicht wundern, wenn das Video echt dunkel ist, weil es ist einfach dunkel. So, da leuchtet irgendwas grün. Eine Lichtfalle. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ich brauche es nicht. Verdammt, ich musste eigentlich da runter. Da läuft aber einer von diesen Nightbears. Ich gehe mal hier oben lang. Fuck. Ich glaube, ich sollte die einfach mal anmachen. Ich hoffe, dass sie jetzt da hinrennen alle. Okay, die reagieren absolut gar nicht drauf, was ich richtig schlecht finde. Komm schon. Jawohl, da ist er. Okay, komm schon. Jetzt schnell, das ist unsere Chance. Wir schleichen uns hier vorbei. Okay, perfekt. Schnell weg hier. Oh Gott, wir müssen die mega Umwege gehen, um diesen... Hallo, ich will hier hoch. Okay, ich kann da nicht hoch. Vorsicht, Lichtkegel. Sichtkegel meine ich natürlich nicht. Lichtkegel. Kegel. Okay, wir könnten, wir müssen hier oben lang. Ich hoffe, dass der unter uns läuft. Ne, der ist hier oben, verdammt. Okay, alles gut. Wir hören nur das Schnaufen, wir hören nur das Schnaufen. Vorsicht. Dann, wie weit ist es denn noch? Ich sehe absolut gar nichts. Okay. Absolut gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob die auf Licht reagieren. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Seht ihr nichts? Ich sehe genauso wenig. Oh, da ist er. Vorsicht. Okay, so weit so gut da hinten. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Ja, ich brauch's auch jetzt schon, damit die mich hier nicht sehen. Okay, ich mache ein bisschen auf Catwalking. Zumindest gibt es hier eine Lichtfalle. Oh, da läuft er rum. Komm schon, lauf weiter, lauf einfach weiter. Oh, verdammt. Echt jetzt? Bitte nicht. Okay, ich habe ein bisschen Glück gehabt, aber er wird mich wahrscheinlich jetzt suchen. Verdammt, der ist da hochgeklettert. Ah, verdammt. Schnell weg hier. Don't shoot, don't shoot. I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? Puh, nochmal Glück gehabt. Alright, what does he want? Come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. Alright, let him through. This ought to be entertaining. Okay, ich habe gerade echt Schwein gehabt. Puh. Welcome, friend. Ja, jetzt werden wir noch sehen, ob wir Freunde sind oder nicht. Wieso ist der hier so gelb angemalt? We have been friends for a very long time. That is why I'm so surprised. That you would steal from me. Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Das war der Wichser, der uns willkommen geheißen hat, indem er uns mit dem Stock auf den Kopf gehauen hat. Ganz am Anfang. Das ist einer von denen. Was that my left or your left? Oh, wow, okay. Wie im Mittelalter hier. I'm here to make a deal.
A deal. For Antazin, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Ryze will consider giving your people some Antazin. Understood? I don't seem to have a choice. Perceptive. Okay, die hier sind echt anders drauf. Hier ist noch die Hand von dem Typen, der gerade seine linke Hand verloren hat. Okay, aber das Ding sieht cool aus, das nehmen wir. Gleich mal checken. Das sieht nach einer richtig guten Waffe eigentlich aus. Okay, macht auch nur 40 Schaden. Aber die können wir vielleicht noch aufstocken. Können wir das upgraden? Haben wir irgendwas zum Upgraden? Nein, leider nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem Karim, hieß er, nicht wahr? Der müsste hier, wo ist er? Da drin irgendwo, in dem Gebäude. Okay, die haben alle so gelbe Markierungen. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Farbe von der Gruppierung ist einfach gelb, damit man gleich unterscheiden kann, ob es ein Friendly ist oder eben von der gegnerischen Gruppe haben die sich hier gelb markiert. Ich verstehe. So, mal sehen, was der Karim jetzt hier für uns hat. Das müssen wir für beide Gruppierungen irgendwie. Also wir sind in unserer Gruppierung sind wir ein Maulwurf und jetzt spielen wir für die Gruppe, bei dem wir Maulwurf sind, ein Maulwurf für diese Gruppe. Irgendwann checken wir es wahrscheinlich selber nicht mehr durch. Wer schießt denn da? Tower Trash. Jo, die sehen echt wie üble Zeitgenossen alle aus. So, du bist der Karim. Okay, hast du hier irgendwas für mich? Kann ich irgendwas mitnehmen? Nein, aber was gibt's hier? Gibt's hier was sonst? Trading. Ich habe, glaube ich, nichts zum Verkaufen gerade. Was, wie viel bietet er mir? 100. Die suchen alle irgendwie so komische Pflanzen. Ich weiß noch nicht, wo man die herbekommt. Ryze said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the Antazin? That's between you and Ryze. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Kann ich mir vorstellen. Also Versager kann er nicht ausstehen. Und ich möchte meine beiden Hände noch behalten. Deshalb sollten wir gucken, dass wir die Mission hier erfolgreich meistern. Leave the building. Ja, das tun wir auch. So, wir müssen natürlich das Ganze wieder hier bei Nacht durchziehen. Das wird natürlich richtig, richtig beschissen. So, ich muss die schöne Sicherheitszone hier verlassen. Oh Mann, das kann ja was werden. Ach, hier kann man hier. Wieso? Okay. Puh, sind wir bereit? Eigentlich nicht, aber was sein muss, muss sein. Okay, da sind die ganzen Freaks. Ich
Ja, wir können dich ja mal hier selber ein bisschen aufspießen. Also die werden ja doch von Licht angezogen, so wie es aussieht. So, hat die mir gerade einen Kick gegeben? So, schön, jawohl. Was? Kommt schon her, ich schucke euch hier alle schön gegen diese Eisenteile. Oh no! Fail! Los! Jawohl! So, weg mit euch, ihr hässlichen Viecher. So. Geld einsammeln. Sehr gut. Ach, es wird hell. Ah, das ist natürlich sehr gut. Fällt mir gerade erst auf. Damit sollte es diese komischen Nightmare-Viecher nicht mehr geben. Oh shit, doch, da war noch einer. Die leuchten tagsüber. Jetzt weiß ich auch, okay, das sind die, wo wir in Folge 2 war es, glaube ich, gesehen haben, die so komisch geleuchtet haben. Okay, da braucht wohl einer Hilfe. Jo, was ist da los? Hey, verpiss dich! Tja, daneben, mein Freund. Immer wieder daneben. Ja, wie sieht's aus? Tja, war wohl nichts. Oh! Wow, ich muss vielleicht ein bisschen mal ausweichen. Oh, ich habe kein Medikit, das ist nicht gut. Moment, Medikit. Ich hoffe, ich habe genug. Jawohl, ich kann eins machen. Wow. Okay, ich muss ihm natürlich helfen, weil ich bin ja immer so gutmütig. Ich muss mich auch einmischen. Ja, das hat gesessen, oder? Verdammt! Das ist gar nicht so einfach. Die können echt ablocken. Das Dumme ist, die können auch noch hier irgendwelche Messerchen werfen, die Schweine. Autsch, das hat weh getan. Und die und ihre Messerchen. Komm doch, zeig dich. Wow, das hat gesessen. Einer weniger. Die zwei packen wir noch. Komm doch. Das hat gesessen. Alles klar bei dir? Ich hoffe, das lohnt sich, dich zu retten. So, einer weniger. Jetzt nur noch du und ich. Komm her. Eins gegen eins. Ah, da trifft mich auch noch die Sau. Jawoll. Hat mir aber fast ein Leben gekostet. Schön Wurfsterne dabei. Das ist immer gut. Was ist denn los mit dir? Ich habe dich doch gerade gerettet. Alles okay. Hör auf zu heulen wie eine Bitch. So, krieg ich was von dir? Ein Paladin? Jawoll. Okay, kann ich jetzt wieder abhauen. Mehr brauche ich gar nicht von dir. Sehr gut. Ich glaube, ich habe mal richtig coole Sachen gerade bekommen. Military. Hier ist eine Militärschaufel. Macht 50 Schaden. Gar nicht so schlecht. So, mal gleich mal eintauschen. Ich glaube, die können wir auch upgraden, oder? Okay, dann hält sie ein bisschen länger. Das machen wir doch glatt. Nice! Sehr cool. Gar nicht schlecht. So. Wir mussten eigentlich in diese Richtung. Bevor wir hier den Heldenspiel spielen mussten.
Aber es hat sich ja gelohnt. So, da hoch müssen wir. Okay, neuen Skill Point. Was ist das für ein Monster da schon wieder in der Mitte? Wieder einer mit diesem riesen Crane. Hammermäßigen. Just met Ryze. No question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Okay, der Ryze scheint also dieser der Bruder von dem verstorbenen Kerl zu sein, der hier diese Datei hat, die wir unbedingt haben wollen. Und wir müssen also weiter hier das Spielchen spielen, auf beiden Seiten der Maulwurf zu sein. Ja, und ich würde sagen, wir suchen diese Antenne und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, hinterlasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yay, yay!